Die Trans-Female-Rapperin Faulenzer macht Mut, sich schön zu fühlen. Ich habe sie rappt keine über Selbstliebe und einen kraftvollen Umgang mit schlechten Erfahrungen und doofen Sprüchen. Faulenzer spricht sich selbst und ihren Zuhörern den Mut zu und kämpft gegen Diskriminierung und Schubladen. Mit Faulenzers Song Schönheitsideale darf sich jeder auch außerhalb von Schönheitsidealen als Dancing Queen fühlen. So, jetzt direkt von der Premiere bin ich jetzt in den Springstoffräumlichkeiten. Das ist das Label von Faulenzer. Die sitzt hier neben mir. Hallo Faulenzer. Hallo. Hi, du nennst dich richtig Faulenzer oder wie heißt du richtig? Ja, mein Künstlerinnenname ist Faulenzer und richtig heiße ich Marina. Das ist mein Rufname. Genau. Okay, cool. Und wir treffen uns hier, weil du kommst mit einem neuen Album raus. Das nennt sich, wie nennt sich das? Einhornrap. Genau, Einhornrap nennt sich das. Ist das schon die Frage? Ja, das nennt sich Einhornrap und deine neue Single heißt Schönheitsideale. Worum geht es in diesem Song? In dem Song Schönheitsideale geht es so viel darum, zu tanzen und sich schön zu fühlen beim Tanzen, auch wenn irgendwie viele blöde Leute sagen, du bist nicht schön genug zu tanzen und du passt nicht richtig in ihr Weltbild und so. Mhm. Und auch so um Klischees, irgendwie eine Frau muss so und so aussehen und sowas. Das sind deine ersten Hip-Hop-Lieder, die du jetzt machst. Und du hast es sowas Bestimmtes genannt, Trans-Rap oder so? Ich nenne es manchmal so Trans-Female-Rap oder Trans-Pride-Hip-Hop, weil ich eben oft auch so aus einer Trans-Perspektive heraus rappe und eben auch so Trans-Themen anspreche, also so Diskriminierung anspreche und viel auch so Empowerment für queere Menschen, also für lesbisch-schwule, bi-trans-Intermenschen und so, aber auch andere Themen, aber weil das immer so ein Anliegen von mir ist, nenne ich es manchmal so. Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht, kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht. Für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Die Leute von TV Berlin, die ich noch nicht kenne, du bist geboren, du warst mein Mann, ne? Ich bin eine Transfrau, also bei Geburt wurde ich männlich zugeordnet. Ich würde aber nicht sagen, dass ich mein Mann war, weil ich mich immer als Frau gefühlt habe. Mhm. Genau, eine okay. Transfrau. Und es gibt noch nicht so viele, die auch darüber so rappen oder singen. Nee, leider nicht. Das finde ich auch voll schade, weil so als ich selber Teenager war, irgendwie hätte ich das voll gebraucht, irgendwie, dass ich irgendwie Vorbilder gehabt hätte, die transweiblich sind, irgendwie in der Musik oder im Fernsehen oder so, gab es gar nicht. Also ich selber kenne in Deutschland auch keine Rapperin, die transweiblich ist und die irgendwie viel Musik macht, aber gibt's hoffentlich, aber wenig leider. Du gibst jetzt dann sehr viel Mut zu denen, die auch in deinen vielleicht Schuhen stecken, die jüngeren Generation, wie auch du. Wann bist du so, hattest du so dein Coming-out, wann hast du es jenen erzählt oder hast deine Haare lang wachsen lassen? Bei so unterschiedlichen Personen habe ich es unterschiedlich erzählt und so richtig so, allen erzählt habe ich es vielleicht so vor 6 Jahren oder so, so 5, 6 Jahre, ich weiß nicht so ganz genau. Mhm. Genau. Und dann war ich dann auch immer so draußen in so sogenannten weiblichen Klamotten oder so. Keine. Seit wann musizierst du dann auch? Das schon lange, also so als Teenie habe ich dann immer mal so in so Punkbands oder so gespielt, dann noch ganz andere Musik. Und meinen ersten Auftritt als Faulenzer habe ich 2008 gehabt unter dem Namen. Aber dann nur noch mit Gitarre spielen und dazu singen, noch nicht so Hip-Hop. Und jetzt gehst du auf großer Tour? Ja, so ab September dann, so Mitte September mache ich dann die große Release-Tour für mein Album und genau. Darauf freuen wir uns und du hast jetzt das Album gerade angesprochen. Es gibt nämlich 2 Alben zu gewinnen. Hier sind sie. Also einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid einer der Lucky Ones. 2 Alben von Faulenzer. Wir hören erstmal rein in dein Schönheitsideale. Ich spiele es jetzt gleich ab und dann mache ich erstmal Werbung. Dankeschön. Durch die Stadt wie auf einem Laufsteg. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Doch für mich bin ich hier die Dancing Queen auf dieser Party. Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein Schönheitsideal. Scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. So tanze ich hier mit allen Queens und Queens auf dieser Party.